Und da ist auch schon der Zug. Und damit würde ich sagen, moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Tiefenboden. Joa, letzte Folge haben wir festgestellt, der Hackschützepreis ist bei einer guten Höhe angekommen. Und zwar bei 1118, glaube ich, war es. Da. 119. Und somit müsste das der Höchstpreis ziemlich sein, der machbar ist. Im Dezember. So, Erlengrad. Erlengrad ist ja hier per Zug erreichbar, was uns die ganze Sache etwas erleichtert. Deswegen habe ich ja auch überhaupt das Zugsilo hier benutzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Hackschützen wir jetzt eigentlich haben. Mir wird es auch gerade egal, weil das sehen wir hier eh gleich. Dafür starten wir erst mit dem wunderschönen Zug hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Waggons der eigentlich hat. Wo befindet man überhaupt hier vorne, glaube ich, hinten? Stopp. Kommen wir wieder zurück wieder. Ach hier, an der Befüllung starten steht der da. Blindfisch. So, was haben wir denn hier? 484.000 Liter, also eine halbe Million könnte man damit schon zusammenkriegen. Würde ich mal behaupten. Wenn ich so die Rechnung überlege. So, der hat zwei Waggons, hat er. In einen gehen 100.000 rein, kann das sein? Nee. 90. Okay, also wir kriegen jetzt 180.000 Liter mit einer Fuhre weggebracht. Ja, ist okay. Nee, ja, warte mal. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Nein. Das war jetzt ein Waggon. Ich kann mal aussteigen. Wie viele Waggons hatten der? Das ist Holz. Ah, da ganz hinten hat er noch einen. Auch noch befüllen kann wahrscheinlich. Ah, das ist sogar ein Woodchips-Waggon. Okay. Das ist ein Vehikel-Waggon. Das ist auch im 19er schon gehabt. Die aber allesamt nichts bringen eigentlich beim Zug. Das ist dann. Was? Timber-Waggon. Sugarbeet. Und Crane. Also eigentlich dürfte ich nur einen Wagen voll machen, richtig? Ja, genau, am Arsch. Gut, dann fahren wir ein paar Meter vor. Bis da wieder steht, befüllen. Vielleicht geht in den ja auch ein bisschen mehr rein, ne? Was 180.000 Liter hatte man jetzt? Ja, da könnte ein bisschen mehr reingehen, glaube ich. Ne, da gehen überall 90.000 rein. 9, 18, 27, ja. Naja, ich würde es ja gerne auch nicht im Dunkeln machen. Da der Preis jetzt aber halt gerade am höchsten ist und ich die Befürchtung habe, dass durchs Schlafen dann doch ein bisschen mehr geht rein. Das ist bei 300.000. Dass dann vielleicht durchs Schlafen dann der Preis vielleicht wieder runter geht. Wollen wir das nicht riskieren. Weil es da schon ein hübsches Sümmchen ist, was dabei rumkommt. Beim Preis von 1119, also. Das ist schon kein schlechter Preis. Fahren wir hier am wunderschönen Sägewerk noch vorbei. Sehr schön. Und dann schickt man den einmal nach Erlengrad. Ein bisschen Ladung verlieren wir auch bei. Ja, der letzte Waggon ist halt. Der ist offen. Egal. Palette. Jo. Möchtest du das so gut haben? Jo. Bitte einmal verkaufen. 333.000 Euro. So, jetzt müssen wir wieder warten. Bis er wieder ankommt. Und der Preis: 1119. Ja. Ja. Können wir hier gleich wieder auf Mieten drücken? Pff, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, bis der wieder ankommt hier. Aber wir haben ja noch ein paar Liter drin. Ich weiß nicht, wie viel. 184.000 Liter. Okay, also eine Fuhre nur.
dann. Ist gut. Apropos, jetzt können wir gerade mal gucken, wem Kredit. Was haben wir denn hier aufgenommen? 745.000 insgesamt. Monatliche Rückzahlung 3.400 und 4.900. Laufzeit, Monate, Zeitraum, Monate, als Betrag, Zinsen. Also ich könnte theoretisch Sondertilgungen machen. Bringt mir das im Endeffekt irgendwas? Also, klar, ich habe den Kredit dann früher weg, aber so direkt gesehen, wegen der Zinsen und so, im Endeffekt muss ich den Betrag so oder so zahlen, gell? Also ob ich den jetzt monatlich zahle oder halt direkt zahle. Ja, wir können mal gucken, ich verkaufe die Reste, ich habe sie jetzt noch. Ah, da kann man wieder rückwärts gefahren, okay, alles klar. Und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht verkaufen wir noch ein paar, solange der Preis recht gut ist. Stopp! Muss ich einsteigen. Komm, fahr vor. Und dann sehen wir halt mal. Mal vielleicht einen Kredit zurückzahlen. Den kleineren vielleicht. Erst dann mal. Und dann vielleicht wegen Produktion oder so gucken. Ich habe ja die Suppenfabrik ein bisschen im Blick. Könnte man sich vielleicht gönnen. Könnte man halt scouten. Weiterverarbeiten und so. Ich finde zwar auch die Holzpellets Produktion dann schlecht, die ich als Mod drin habe. Aber brauche ich halt auch Platz für. Jetzt die Frage. Gib ich die vierte. Ja komm, gib's rein hin. 4000 Liter. Ja, es 4000 Liter insgesamt nur am Ende noch übrig werden, dann würde ich den Zug nicht nochmal mieten dafür, aber. Da der Zug jetzt eh hier da ist und Platz hat. Warum denn nicht? Das war's. Alles klar, dann Abfahrt. Fotograf voraus in die Alpen. Und dann holen wir uns die letzten 200.000 ab. Müssen sie ja, ich glaube, eine ganze 200.000, glaube ich, oder? Sehen wir gleich. Bevor ich dir irgendwas blöd einschätze. Nochmal ein schicker alter Zug hier. Ja. Schick, schick. Da verkaufen wir wieder. Jo. 206.000. Doch 200. Was waren das jetzt an verkaufte Güter? Wahrscheinlich werden da andere Sachen dabei stehen, weil der Dezember viel. Milchprodukte. Einnahmen Ernte. 554.000. Ist nicht schlecht. Sag mal so. Bitte sagen wir 689.000. Jetzt gehen wir vom Schlafen. Haben wir den monatlichen Kosten noch. Weil der Dezember ja rum ist. Und dann sehen wir mal weiter. Was wir mit der Kohle machen. Entweder Kredit oder halt irgendwas kaufen. Ich weiß nicht mehr, was die Suppenfabrik kostet, aber. Ich glaube nicht allzu viel. War es 150? Könnte sein, gell? Wahrscheinlich könnte ich sogar theoretisch beide Produktionen kaufen. So, oder ein weiteres Feld noch, das wäre ganz gut. Oder den Hof, also das Grundstück mit dem Hof nebendran. Da stehen ja kleine Gebäude noch dabei, die könnte man vielleicht je nachdem mal ein bisschen vermieten oder so. Oder sie halt selber nutzen. Oder die 43, so. Ja, mal gucken. Kommt drauf an, was die halt kosten. Aber ich denke mal, die Suppenfabrik müsste auf jeden Fall. Ich denke mal, die ist eigentlich ziemlich sicher, dass ich die kaufe. Ja, da kann ich auch meine Kordkleider hinbringen. Und kann die weiterverarbeiten.
Je nachdem, wenn ich dann andere Produkte mache irgendwann. Die dann auch klar weiterverarbeiten. Und dann sehen wir ja weiter. Was wir vor allem auch gleich mal machen, ist das scheiß Gewicht endlich wieder dran hängen. Was ich da vor ein paar Folgen mal hingestellt habe. Aber für lauter wieder vergessen hatte, dran zu hängen. So, mit der schönen Jongliergewicht hier dran. Dankeschön. Aber vor allem Unterstände bräuchte ich mal noch ein, zwei mehr. Ich hatte zwar den riesen Unterstand da stehen. Und so, aber trotzdem. Mal das ein bisschen eng hier. Sagen wir es so. Naja, gehen wir erstmal schlafen, dann sind wir weiter. Jo. So, was haben wir denn? Kreditzinsen, 1300 Kreditzinsen, 2700 Euro Kredit, Mietkosten, Fahrzeuge, natürlich kurzen Gebäude, Einnahmengebäude. Alter Schwede. Ich monatliche Kosten hier. Naja, gut. Okay, so, Tiere. Müsste es eigentlich noch gut gehen, oder? Stroh. Ja. Die brauchen so langsam wieder was. Also Schweinefutter müssen wir kaufen. Milch haben wir schon gut was. Die könnten wir bald mal verkaufen. Futter geht aber noch. Das Fass, was ich hab. Kann das Milch laden? Nee, hier war es nicht, Tierhaltung. Das Fass habe ich, gell? Nee. Milch kann das nicht fassen. Geht der auf jeden LKW drauf? Ist eine gute Frage. Meine Fresse. Gute Frage, ne? Ansonsten wäre das nächste Fass, was Milch kann. Das hier. Und das kostet 25.000. Das ist ein bisschen teuer. Weil ich habe ja auch keinen IT-Runner oder so. Oder mit kaufen sie einfach mal und testen es halt. Nee, das ist ein Absetzrahmen. Das ist eigentlich für. Wo ist denn der überhaupt? Wo waren das dabei? Das ist beim Unimog dabei. Somit könnte es gehen. Kann aber auch nicht gehen. Ich kaufe mir jetzt ganz bestimmt keinen Unimog. Oder mal testen es halt einfach. 8000 Liter. 6500 Euro. Ah, mal kaufen es einfach mal und testen es halt. Weil ich brauche halt schon fast für die Milch endlich. Ja. So, das heißt. Ich hole jetzt gerade mal den LKW aus dem Wald. Dann machen wir das gerade mir Stopp hier. Sag, na, schätze den Preis jetzt eigentlich. Hat sich das gelohnt, als ich noch verkauft habe, oder? Nö. Ist noch ein bisschen hochgegangen. Naja. Okay. Auch nicht schlimm. Gut, lass mal das gerade hier stehen. Ist jetzt eigentlich auch egal. Und testen wir halt mal, ob wir mal dieses Fass aufbauen können oder nicht. Cool wär's. Aber wenn es halt nicht geht, geht's halt nicht. Dann sei einfach, ich schicke mal den gerade mal zum Händler gleich, nachdem ich hier die bekloppteste Ausfahrt genommen habe. Voilà. Ab. Das Gewicht ist da schon noch angehoben. Wie höher soll ich es denn noch nehmen? Kannst du noch absenken, aber ich glaube dann. Ja, ich komme jetzt noch so gerade hin. Für die Straßenfahrt wäre das ganz gut. Ja.
So, Kollege. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Fahrzeug abholen. Genau. So, ihr bleibt hier stehen. Achso, ich brauche Dinge. Schweinefutter. Ja, ich habe nichts mehr. Nur Saatgut habe ich noch. Ja, nein. Dann machen wir den hier gerade mal an. Und nehmen den Anhänger gleich mit. Beziehungsweise unten steht noch ein Anhänger, also brauche ich den eigentlich gar nicht mitnehmen hier. Nö, dann nehmen wir den Frontlader hier gerade mit. Schicken den auch gerade runter. Sonst. So, Feld 72 nicht, nee. So, hochscrollen. Fahrzeug abholen, genau. Achso, der hat ja nur den. Ja, Fahrquerfeld ein, genau. Perfekt, was machst du denn? Was macht der? Ach, Leute. Der muss ja erstmal mitten durchfahren hier, gell? Das hat der Helfer ein bisschen schlauer gemacht immer. Naja, gut, der wird schon seinen Weg finden. So, ansonsten gucken wir gerade mal hier wegen Kredit. Was haben wir denn hier? Kontostand sagt 600 irgendwas hier. 672.000. Grundstück 14.000. 386.000. Okay. Also das Feld können wir drüber reden. Die beiden hier. Das war, glaube ich, so schwankendes Ding, gell? Je nachdem, was drauf ist, schwankt das so ein bisschen, gell? Oder? Flügt. Nee, okay. Dann schwankt das daran nicht. Dann schwankt das einfach so halt. Ist ja auch nicht schlimm. Also die 6 können wir auf jeden Fall kaufen. Dann machen wir das. Das ist ein Schnäppchen. Dann hätte ich gerne die 7 genommen. Aber die kostet 386.000. Ist die Frage, stehen da Gebäude drauf? Kann ich doch eigentlich verkaufen dann. Mann, dann hast du. Kauf erst einmal unten die. Ja. Lass den Anhänger mal hier stehen, mittendrin. Und dann schicken wir den gerade mal zur Tankstelle runter, dann kann der mal tanken. Und dann gucken wir gleich wegen der Suppenfabrik, dass wir die am besten. Warte mal, da muss einer schon fahren. Ah, das ist ein bisschen blöd hier. Nur fahren bitte zur Tankstelle. Kaffee. Was ist mit der E-Tankstelle? Tankstelle. So, der LKW ist schon mal hier. Der Case fährt in der Wechselschicht rum. Ja, der kann mir schon helfen. Ich glaube, ein bisschen einfacher. Okay, so, LKW. Dann kaufen wir erstmal die Suppenfabriken und gucken wir mal, was geldmäßig übrig ist. Weil Kredit zurückzahlen, was bringt es mir im Endeffekt, oder? Zinsen muss ich doch so oder so zahlen, oder nicht? Ja, gut, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht zahle ich noch ein bisschen was zurück. Sehen wir da. So, der möchte keinen Rückwärtsgang mehr machen. Sehr gut. So. Fahrzeug neu laden. Wunderbar. Gut. Geht es fast drauf oder nicht? Wieder.
Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Naja. Dann verkauft man das gerade wieder. Das 5,2, was hat mich das gekostet? 6,5. 1300? Ich glaube schon. Aber was kostet ein IT-Runner? Eine andere Frage wieder. Auch ein Haufen, gell? Naja, der günstigste IT-Runner kostet 24.000. Krieg ich auch das andere Fass dazu. Es gibt auch sonst keine andere Möglichkeit. Ja. Bleibt nichts anderes übrig, als das Standardfass halt zu kaufen. Ja gut, mein Gott, ist halt so. Jetzt hat das kleinste mögliche, was Milch fassen kann. Das ist ein normales Ding, das ist das. So, das kann Milch fassen, 25.000 Euro. Das kann auch Milch fassen, aber kostet 80.000. Ja gut, kaufen wir das normale. Höhling Farbe schwarz. ZLK 22. Und einmal kaufen. Ich brauche halt nur mal ein Fass und von daher bleibt nichts anderes übrig. Einer von beiden noch was anhängen? Ja. Dann würde ich zur Eifersigkeit einfach. Einfachkeit als halber. Was weiß ich. Das ist halt einfacher. Nehmen wir den gerade mal an. Stopp. Ah, sehr gut. Okay, ankommen bei Tankstelle, das freut mich sehr. Ach, scheiße. Doppeldrehschiebe. So, was kann der jetzt überhaupt? Erstmal testen hier. Abdecken öffnen. Okay. Blätter aufklappen. Okay, dann kann man was beladen. Alles klar. Okay, da passiert jetzt aber auch nichts. Okay. Naja gut, dann rangieren wir einmal rum, dass wir das Milchfass einfach anhängen können. Und laden dann Schweinefutter da drauf. Könnt ihr jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt in dieser Art, drückt gerne den Pausenmodulator vorbei. Dann kommt auch planweise zweimal wöchentlich. Und ja, würde mich schon mal bedanken fürs Zuschauen. Nächste Folge gucken wir mal weiter, dass wir da Geld ausgeben. Und vor allem Schweinefladen kaufen. So, geht es fast jetzt dran? Normalerweise schon. Ich glaube, ich bin ein Stück zu weit gefahren oder es geht nicht dran. Was aber auch keinen Sinn machen würde. Jetzt bin ich wieder zurück. Normalerweise müsste das dran gehen. Schade. Geht nicht dran. Man kann die Klappen öffnen. Hat mich auch schon gewundert. Aber dafür brauchen wir halt Assi. Alles klar. Aber die Rampen kann ich nur per X. Okay. Okay, gut. Also man kann die Seiten schon mal aufmachen, das freut mich. Und man kann es fast nicht anhängen. Gut, dann muss es halt. Ja gut, dann kommen wir mal das Ganze ein bisschen um, aber nächste Folge dann erst. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Folge dann.
Tschüss.